Hey, liebe Blubber-Family und herzlich willkommen zu einer neuen Folge aus dem Alltag geblubbert. Heute ist Sonntag, wir haben herrliches Wetter, ihr könnt es vielleicht erahnen. Und ihr wisst, was das heißt, für mich geht's jetzt auf zum Moppelhoppelhof. Morgen am Dienstag, guckt euch mal dieses Wetterchen an. Wunder, wunderschön. Wenn ich diese Woche nicht allein in der Redaktion wäre, würde ich sagen, ich mache heute früher Feierabend und genieße einen sonnigen Nachmittag. Aber ich glaube, es soll die nächsten Tage so bleiben. Herrlich, oder? Wow, da steht man doch gerne auf, da geht man gerne aus dem Haus. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Leute, wo ist die Zeit geblieben? Ich war gerade erst hier mit euch am Start am Montag und jetzt ist schon wieder Freitag, Freitagmorgen. Die ganze Woche haben wir hier herrliches Wetter. Ich habe gehört, überall in Deutschland soll es sehr, sehr, sehr schön sein. Ich liebe es einfach, bei Sonnenschein schon das Haus verlassen zu können und dann auch nach der Arbeit durch den Park zum Bahnhof zu laufen. Das ist immer so herrlich, so viele glückliche, strahlende Leute, viele spielende Kinder zu sehen. Das macht einfach glücklich, oder? Ja, mich auf jeden Fall. Jetzt geht's aber erstmal wieder zur Arbeit. Ich habe heute wieder einen halben Arbeitstag und dann danach steht für mich ein ganz spannender Termin an bezüglich einer eventuellen Kooperation. Da freue ich mich schon sehr, sehr, sehr drauf. Ich kann euch vielleicht ein kleines bisschen mitnehmen. Ja, und ansonsten geht's dann ab ins Wochenende. Übrigens trage ich heute ein Outfit meines Second Life Fashion Halls. Ich hoffe, er ist mittlerweile online. Ihr habt ihn schon gesehen. Das ist jetzt dieses T-Shirt und ich trage auch die Hose dazu, die wunderbar passt. Ich hatte ja die Befürchtung, dass sie zu groß ist. An den Beinen ist sie so ein bisschen schlackerig, aber das ist in Ordnung. Aber oben am Bund sitzt sie wunderbar und ist mega bequem. Richtig, richtig toll. Ja, die führe ich jetzt heute mal aus. Zum ersten Mal. Hallo, Hallöchen und einen schönen guten Morgen aus dem Home Office. Ich starte jetzt gleich in eine Social Media Schulung. Ich freue mich total und hoffe, dass ich da noch einiges dazu lernen kann. Nicht für Ankas Geblubber, nein, sondern für meinen Arbeitgeber. Ich bin sehr, 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 sehr gespannt. Und ja, Leute, ich habe mich jetzt schon wieder Ewigkeiten nicht gemeldet. Das ist gerade total schwierig, wieder ins Vloggen reinzukommen. Machst du einmal eine Vlogpause von einer Woche und dann stolperst du nur noch so durch die Gegend. Das ist echt ätzend. Dabei ist doch so einiges los gewesen, wobei ja, so spannend ist es eigentlich nicht. Wir haben zum einen unser Gewächshaus mittlerweile aufgestellt. Ich zeige euch mal ein paar Bilder. Und dann war ich gestern auf einer Lesung. Anlässlich der Stuttgarter Kriminächte hat
Mein lieber Wulf Dorn in Stuttgart gelesen und das konnte ich mir natürlich nicht entgehen lassen. Mit meiner lieben Kollegin war ich vor Ort. Er hat Trigger 1 und Trigger 2 vorgestellt. Es war ein grandioser Abend. Es war so schön, ihn wiederzusehen. Er hat so sympathisch und charismatisch gesprochen wie eh und je. Und ich habe den Abend wirklich, wirklich sehr genossen. So, hier klopft der Regen so ein bisschen auf die Fenster. Endlich regnet es mal wieder. Endlich bekommen unsere Pflanzen, unsere Felder wieder ein bisschen Flüssigkeit. Das Wetter soll jetzt die nächsten Tage wieder ein bisschen umschlagen, nachdem es die letzten Tage traumhaft schön war, oder? Ich war so viel kurzärmlich draußen, habe schon die erste Farbe bekommen. Kein Sonnenbrand, don't worry, sondern einfach leichte sonnengeküsste Farbe. Und habe einfach dieses warme, sonnige Wetter total genossen. Ist super gut fürs Gemüt. Ja, jetzt wird es wieder ein bisschen schlechter. Es ist okay. Wir haben ja auch einfach noch keinen richtigen Frühling, noch keinen richtigen Sommer. Es ist jetzt gerade mal Ende März. Da kann noch einiges passieren. Letztes Jahr hat es zu Ostern bzw. Anfang April auch nochmal geschneit, ne? So, jetzt reden wir hier über das Wetter. Total unspannend, oder? Ich starte jetzt in meinen Arbeitstag, rocke gleich die Social Media Schulung. Ich bin wirklich mega, mega, mega gespannt, was ich da noch für mich rausziehen kann. Ja, und dann sehen wir uns hoffentlich später wieder. So, das Social Media Webinar heute war total cool. Ich konnte extrem viel für mich und natürlich auch für unseren Verlag mitnehmen. Wow, ich bin so motiviert, möchte am liebsten sofort loslegen. Habe heute Nachmittag auch direkt das ein oder andere umgesetzt, was ich mir aus der Schulung mitgenommen habe. Es war großartig und es war einfach so genial, als Referenzen immer wieder mit meinen Blogger-KollegInnen konfrontiert zu werden. Also großartige Blogger bzw. Bookstagrammer, die ich ja aus meiner Bubble kenne und die einfach als Beispiele herhalten durften für sehr guten, positiven, tollen Content. Da war ich dann auch sehr, sehr, sehr stolz auf meine Community, auf meine KollegInnen und ja, es war cool. Es war einfach total cool. Sagen wir es doch einfach, wie es ist. Ansonsten habe ich heute auch die Bestätigung für eine Kooperation bekommen, von der ich euch, ich weiß nicht, was zu Beginn dieses Vlogs oder am Ende des letzten Vlogs so ein bisschen erzählt habe, dass ich da einen besonderen Termin habe. Und die erste Zusammenarbeit steht jetzt an, die wurde bestätigt. Ich freue mich riesig, riesig, riesig. Es geht um einen Büchertisch, den ich gestalten darf. Und nicht nur so einen kleinen Büchertisch, nein, es wird ein riesiger Büchertisch mit meinen Empfehlungen, der eine ganze Weile stehen wird. Mit wem ich da zusammenarbeite, verrate ich euch demnächst. Ich glaube, das kann ich jetzt noch nicht so sagen. Halten wir die Spannung mal noch so ein bisschen hoch. Ja, ich bin dankbar dafür, freue mich total und ja, sitze jetzt hochmotiviert am Laptop und mache noch ein bisschen was für Ankas Geblubber. Ich lade noch ein Video. Nein, es ist schon hochgeladen für morgen, aber ich habe Videobeschreibung etc. noch nicht fertig gemacht. Das mache ich jetzt. Thumbnail ist vorbereitet. Dann gibt es morgen meinen Rossmann-Haul zu sehen. Eigentlich wollte ich was anderes für diese Woche vorbereiten, aber das habe ich zeitlich nicht geschafft. Ich verlinke euch das Video mal auf dem i, falls ihr es noch nicht gesehen habt. Ne? Guckt da mal vorbei und falls es euch interessiert. Ich war shoppen bei Rossmann und habe mich da mal insbesondere im Bereich der Naturkosmetik und ja, bei veganen und tierversuchsfreien Produkten umgeschaut. Das ist ja mein Ding. Was anderes möchte ich gar nicht mehr kaufen. Und was es da so an neuen Produkten gibt, zeige ich euch in meinem Haul. Der Moment, in dem ich Angst um meine Deko habe. Hummel ist momentan so ein bisschen schräg drauf. Sie ist sehr quengelig und weiß auch ganz genau, wie sie mich ärgern und provozieren kann, ne? Jetzt hat sie gerade den rutschenden Schnee auf dem Dach gehört. Aber ich habe die Vermutung, dass ich gleich sehr schnell sein muss, um etwas aufzufangen. Aber die Maus macht sich da gut auf dem Sideboard, oder? Sieht aus wie hindekoriert, Hummel. Bist du ein kleines Katzenmodell? Ja. Hallo am Sonntag. Ich mache mich jetzt gleich bei schönstem Schneewetter auf nach Schwäbisch Gmünd. Dort findet heute ein verkaufsoffener Sonntag statt. Und ich habe Arbeitsdienst, denn zwei unserer Autoren sind für eine Signierstunde gebucht. Die werde ich so ein bisschen begleiten, gucken, dass soweit alles passt. Und dann werde ich natürlich auch selbst noch ein bisschen stöbern. Nicht großartig, weil eigentlich vermeide ich solche Menschenmassenveranstaltungen. Und vor allem jetzt, heute, da die
Beschränkungen und Maskenpflicht etc. gefallen ist, bin ich da doch so ein bisschen vorsichtig. Aber ich werde noch eine liebe Freundin treffen und wir werden gemeinsam die Stadtbibliothek Schwäbisch Gmünd besuchen. Die bieten nämlich einen Bücherflohmarkt an. Da gibt es unter anderem Bücherüberraschungstüten. Da bin ich mega gespannt drauf. Und ja, ihr kennt mich, ne? Bei sowas kann ich auf jeden Fall nicht Nein sagen. Da kann ich nicht dran vorbeigehen. Also, auf geht's nach Schwäbisch Gmünd. Wirklich mehr fresh aussehend und mit meinem Weihnachtspulli. Aber ich dachte mir, ich zeige euch kurz meine Ausbeute. Ja, in der Stadtbibliothek war einiges los. Der Flohmarkt war toll, war so ein bisschen nach Genre sortiert. Und ich habe zum einen bei einer Trilogie zugeschlagen. Da konnte ich nicht anders. Leute, die Bücher haben 50 Cent gekostet. 50 Cent pro Buch. Da hättet ihr auch nicht Nein gesagt, oder? Und ich habe mich dann für diese Trilogie entschieden. Die Stadt der verschwundenen Kinder. Ich meine, das müsste Band 1 sein. Band 2, das Land der verlorenen Träume. Und Band 3, der Weg der gefallenen Sterne. Über den Zustand der Bücher brauchen wir nicht reden. Der ist nicht wirklich gut. Aber hey, für 50 Cent. Und dann, also für 50 Cent pro Buch, für 1,50 € diese komplette Trilogie. Ich konnte gar nicht anders. Und vor allem ging auch der gesamte Erlös an eine Stiftung oder an eine Organisation für die Ukraine. Und da hat man dann natürlich doppelt so gern irgendwie ein bisschen Geld dagelassen. Nummer 1. Und Nummer 2 ist diese Tüte. Es gab Überraschungstüten für, haltet euch fest, 2 Euro. Nach Genre sortiert. Ich habe mich entschieden für Kinderbücher ab 12 Jahre, also eher Jugendbücher, ne? Es gab auch Liebesromane, Krimis, Thriller, Kinderbücher, Erstlesealter, Lesealter bis 12. Ja, ganz unterschiedliche. Und ich habe mich jetzt eben für diese entschieden, habe auch noch nicht reingeschaut. Die liebe Alex, die mit war, die hat schon in ihre Überraschungstüte reingeschaut. Hat die gleiche, also auch ab 12 Jahren. Und da hat mich jetzt keins der Bücher wirklich angesprochen. Aber hey, wir gucken mal in meine Tüte rein. Und wer weiß, vielleicht ist da ja tatsächlich ein Buch dabei zumindest, das mich anspricht. Und ansonsten haben wir viele Bücherschränke in der Nähe. Tauschpakete sind unterwegs. Da finden sich auf jeden Fall dankbare Abnehmer für. So, ich bin jetzt echt ein bisschen aufgeregt. Wollt ihr zuerst reingucken? Seht ihr schon mehr als ich? Wahrscheinlich nicht. Nee, komm, lass uns das vernünftig machen. Ich ziehe jetzt ein Buch nach dem anderen raus. Die Tüte ist schwer. Ich weiß nicht, wie viele Bücher drin sind, aber es sind nicht nur zwei. So, Buch Nummer 1 ist dieses hier. Im Himmel spricht man Englisch. Ah, ist das. Nee, ist es nicht. Ich dachte eben, es gibt doch dieses Buch Anna spricht mit Gott. Gott, Anna, irgendwie sowas hat mich irgendwie dran erinnert. Nein, hier steht. Yonggu lebt mit ihren Eltern in Korea. Ihr Vater ist Fischer und träumt von einem besseren Leben. Er will mit seiner Familie in die USA auswandern. Als Yonggu im Flugzeug sitzt, glaubt sie, sie würde in den Himmel fliegen. Amerika ist für sie der Himmel, ein Land, in dem alle reich und glücklich sind, wo man in Betttüchern schläft und wo weiche Teppiche auf den Böden liegen. Aber dann ist alles ganz anders. Die fremde Sprache macht Yonggu am Anfang Angst und sie trinkt zum ersten Mal schmutziges, schwarzes Wasser, das im Mund wehtut und Coca-Cola heißt. Doch sie lernen viel schneller und besser Englisch als ihre Eltern, denen fernab der Tradition ihrer Heimat das neue Leben fremd bleibt. Das packende Porträt einer jungen Frau, die in den USA mehr als nur überleben will. Okay, ich werde mal reinlesen. Es ist jetzt zumindest kein Buch, das mich von vornherein irgendwie abstößt. Und hey, es ist auch echt noch. Ja, eigentlich in einem guten Zustand hätte ich jetzt gesagt, aber hier unten hat es einen Wasserschaden oder Getränkeschaden. Vielleicht einen Coca-Cola-Schaden, sieht eher so ein bisschen so aus. Ja, was soll's, ansonsten ist es in Ordnung. Ich lese mal rein. Dann haben wir hier, oh, von Susanne Mischke, Nixenjagd. Ah, der Zustand ist heftig, heftig, Leute.
Also das wurde mehrfach auf jeden Fall ausgeliehen aus der Bücherei. Wasserschaden 11.09.09. Was? So alt bist du schon? Huiuiui, du bist ein richtig altes Buch. Ja, erste Auflage ist 2007 erschienen. Wahnsinn. Worum geht's? Bei einem mitternächtlichen Badeausflug kippt die ausgelassene Stimmung, als plötzlich eine aus der Clique fehlt. Katrin ist auf den See hinausgeschwommen und nicht zurückgekehrt. Ein Badeunfall? Franziska, Katrins beste Freundin, kann das nicht glauben. Doch auf der Suche nach der Wahrheit gerät sie in Gefahr und muss bald feststellen, dass sie niemandem trauen kann. Nicht einmal sich selbst. Das klingt aber gar nicht so schlecht, hä? Das sind so diese Jugendthriller, die ich früher unheimlich gerne gelesen habe. Auch wenn es ein bisschen, ja, schmuddelig ist, dieses Buch. Ich werde es lesen. Also, gar nicht so schlecht, diese Überraschungstüte, oder? Was haben wir hier noch? Das Geheimnis der schwarzen Löwen. Ein Abenteuerroman von Ulrich Meyer. Ich kann jetzt nicht ganz genau den Anfang der Kurzbeschreibung, wobei doch, ich kann das hier abziehen, ne? Ah, nee, geht nicht so gut. Also, die erste Zeile ist zugeklebt. Ich lese nicht viel, nur, doch es gibt einen Weg durch die Zeiten. Als ein Benediktinermönch diese Worte in einer uralten Schriftrolle entdeckt, ist er wie elektrisiert. Sitzt er einem Schwindel auf oder hat er das Geheimnis entdeckt, das die Menschheit seit jeher fasziniert? Tatsächlich gelingt es ihm, in ferne Jahrhunderte einzutauchen. Doch dann entdeckt Chronikus, so nennt sich der Mönch auf seinen Zeitreisen, dass ihm sein Wissenschaftlerkollege Rolf Hoeneß alias Holofernes auf den Fersen ist. Eine atemlose Jagd beginnt, bei der die drei Jugendlichen Jonas, Tim und Tina zufällig vom Zeitzug erfasst werden und in eine turbulente und gefährliche Reise kreuz und quer durch die baden-württembergische Geschichte gerissen werden. Ah! Können Jonas, Tim und Tina Chronikus vertrauen oder dem geheimnisvollen Kaspar? Und welche Rolle spielt Holofernes bei all den turbulenten Geschehnissen? Die wichtigste und drängendste Frage ist jedoch, gelangen die drei jemals wieder ins Heute zurück? Gar nicht so schlecht auch, ne? Ich lese rein. Okay, zwei Bücher sind tatsächlich noch in der Tüte drin. Zum einen, oh Gott, wie süß. Die Rückkehr der Weißen Wölfe von Christopher Ross. Von ihm habe ich gerade zwei Bücher aussortiert, weil mir sein Schreibstil nicht so gefallen hat. Deswegen wird dieses hier wahrscheinlich auch gleich weiterziehen. Auch hier klebt wieder was von der Stadtbibliothek drüber. Ich kann es nicht ganz erkennen. Die Polizei vermutet Selbstmord, doch das können Emily, eine erfahrene Polizistin, und Jessica nicht glauben. Zusammen folgen sie seinen Spuren bis in den hohen Norden Kanadas. Dabei kreuzen sie die Wege der gespenstischen Wölfe und eines gefährlichen Killers. Gefährliche Spannung vom Meister der Romantik im hohen Norden. Okay. Wow. Ja, gut. Nein, ich glaube, das ist ein Buch, das weiterziehen wird. So, last but not least. Was haben wir hier? Das ist auch ein schönes Cover, ne? Ist auch hier so ein bisschen in die Zeitreise-Richtung gehend, oder? Tangle Rack, das Haus am Ende der Zeit von Jeanette Winterson. Zeittornados, Zeittransfusion, eine magische Uhr. Ein kleines Mädchen mit leuchtend rotem Haar tritt an gegen dunkle Mächte, die alles dran setzen, die totale Kontrolle über die Zeit zu gewinnen. Das großartigste Zeitabenteuer seit Momo. Ui. Ja, das klingt auch nicht abstoßend. Auch hier werde ich definitiv mal reinlesen. Eine spannende Auswahl. Alles Bücher, die ich nicht kenne. Natürlich alles sehr alte Bücher. Natürlich, die wurden jetzt von der Stadtbibliothek aussortiert, aber ich fand die Idee einfach toll, so eine Tüte zu machen. Das war übrigens auch die einzige Plastiktüte, der Rest waren Papiertüten. ich fand die Idee, jetzt reißt du mir hier den Ohrring raus, die Idee einfach toll, solche Überraschungstüten zusammenzustellen. Und wer weiß, vielleicht ist ja auch trotzdem, auch wenn ich es nicht denke, aber vielleicht ist ja doch ein kleines Lesehighlight dabei. Was sagt ihr zu der Ausbeute? Wer war es für euch dabei? Für welche Genre-Tüte hättet ihr euch entschieden? Schreibt mir das mal in die Kommentare. So, jetzt räume ich hier die Bücher zur Seite und mache mir was zu essen. Ich habe so großen Hunger. Guten Morgen am Montag. Ich mache mich jetzt gleich auf den Weg in den Verlag und bin gespannt, was die neue Woche so bringt. Es steht einiges an. Ich habe eine Abgabe jetzt außerhalb des Verlags für ein Magazin, für das ich schreibe, dieses K-Punkt-Magazin Kultur, Kunst und Literatur. Dann gibt es am Donnerstag den
Livestream mit Steffi. Wir stellen wieder unsere favorisierten Neuerscheinungen aus Q2 ist es dann vor. Darauf muss ich mich noch vorbereiten. Und ganz wichtig, ich habe mein Handy-Stativ kaputt gemacht. Ich filme, also ich gehe live mit meinem Handy. Und da brauche ich ein neues Stativ. Da muss ich gucken, dass ich das noch auf die Schnelle besorge. Ich habe auch das Gefühl, dass ich dringend mal wieder zum Friseur müsste. Vielleicht mache ich da noch einen Termin aus. Dann steht nächste Woche der Geburtstag meiner Mama an. Das heißt, da wird auch noch ein bisschen was organisiert. Ja, ich würde sagen, uns wird nicht langweilig. Auf geht's in eine neue Woche. Hello, hello, hello. Ein kurzes Update am Dienstag. Ich habe Feierabend, sitze am Laptop, wo auch sonst, und bereite ein bisschen was vor. Ich habe morgen Abgabe für das Magazin K. für das ich ja auch schreibe. Da mache ich ja die, ja, mehr oder weniger Literaturredaktion, wenn man es jetzt hochgestochen ausdrücken möchte. Diesmal wird wieder ein Interview platziert, das ich geführt habe, und es dürfen natürlich meine Buchtipps nicht fehlen. Ne? Also, all das bereite ich vor. Morgen ist Abgabe. Damit beschäftige ich mich jetzt heute Abend. Ansonsten ist heute gar nicht großartig viel passiert. Im Verlag war doch wieder einiges zu tun. Ich habe unter anderem ein neues Manuskript gelesen, dann mich in ein anderes Buch eingelesen. Ich habe eine neue Leserunde auf Lovely Books online gestellt. Dann habe ich an einem bereits fixen Manuskript gearbeitet. Da mache ich die erste Korrektur, so ein bisschen Lektorat. Ja, und dann gab es noch was zum Korrekturlesen. Unser Verlag bringt auch die regionalen Amts- und Mitteilungsblätter raus, und da gibt es ein Special nächste Woche, und da habe ich auch die Texte für geschrieben. Und die konnte ich heute nochmal Korrektur lesen. Ja, ein cooler Tag. Jetzt geht's weiter mit der Arbeit. Und ich genieße es. Ja, ich genieße es. Großartig gekocht und gesund gegessen wird heute übrigens nicht. Bei mir gibt es jetzt ein paar Antipasti. Njam! Mausi, was ist denn hier passiert? Ha? Hummel, warst du das? Weißt du das, kleine Maus? Nee, ne? Du kannst das niemals gewesen sein. Bist du heute ein kleiner Spaßvogel? Hä, Humski? Ja, quietsch, 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 quietsch. Kleiner Kasper? Ja, ne? Kasper, Kasper. So, meine Mittagspause ist gleich vorbei. Dann musst du hier alleine weiter kaspern. Ich muss noch ein bisschen was tun, ne? Guten Morgen am Freitag. Ich mache mich jetzt gleich auf in den Verlag für ein paar Stunden, und dann geht's ab ins Wochenende. Gestern fand übrigens das Quartals-Hangout mit der lieben Steffi statt. Zusammen haben wir euch die Neuerscheinungen, die buchigen Neuerscheinungen für die Monate April, Mai und Juni vorgestellt. Es war wieder sehr, sehr, sehr schön. Schaut doch da mal vorbei, falls ihr beim Livestream nicht dabei gewesen seid. Der Hangout wurde aufgezeichnet, und ihr könnt jetzt noch in den Neuerscheinungen stöbern. Verlinke ich euch in der Videobeschreibung. Heute trage ich übrigens zum ersten Mal das Hemd aus meinem Second Life Fashion Haul. Und ich mag's. Ich mag's. Es ist tatsächlich gar nicht so groß, wie ich dachte. Aber es fühlt sich sehr bequem an. Ich habe es jetzt hier an den Ärmeln so ein bisschen hochgekrempelt. Bei uns im Büro ist es gerade relativ warm. Ich weiß nicht, ob die Heizung vielleicht noch läuft. Weil die Temperaturen draußen sind relativ milde, würde ich sagen. Wobei es nicht danach aussieht.